Liebe Freunde, nun haben wir das Jahr 2015 hinter uns. Für viele Menschen war das Jahr der Freude sowie auch das Jahr der Reifeprüfung. Nun fragen wir uns, was bringt uns wohl das Jahr 2016? Viele Menschen reagieren mit Angst auf die Umbrüche, Veränderungen im Leben. Doch wir müssen in unserer Spiritualität, in unserer liebevollen Besinnung uns daran erinnern, dass das Leben Wandlung bedeutet und dass es in unserer Kraft und Güte liegt, wie wir unser Schicksal und das der Welt mitgestalten. Diese Sorgen vertraue ich der geistigen Welt an und sehe Erzengel Gabriel vor mir im weißen, strahlendem Lichte stehend, lächelnd, uns betrachtend und dann seinen Blick nach vorne in die Welt lenkend und weit am lichtvollen Horizont erblicke ich ein himmlisches Symbol für uns, für das neue Jahr, nämlich einen leuchtend im Mai grünem Licht Herz. Das sind heilende Farben, liebevolle Symbole und eine große Kraft des Neuen, der Offenbarung. Das heißt, der Himmel möchte uns mitteilen, dass wir alles, was uns begegnet, alles, was uns am Herzen liegt, in Güte und in Weisheit betrachten. Dass wir in all unserer liebevollen Lebensphilosophie alles in eine heilsame Richtung lenken sollen. Denn wir sind lichtvolle Mitschöpfer auf dieser Welt, doch nur, wenn wir uns in unserem Mut und bedingungsloser Liebe verankern. Denn die Angst ist kein guter Berater. Wir sollen auch den Menschen, die wir noch nicht so gut kennen, die uns fremd sind, in Güte und Mitgefühl begegnen. Denn dann können Menschen, die ein Leid tragen, wie aus anderen Ländern, ihren Schock, ihre Erschütterung heilen und in ihren Gedanken und Gefühlen Liebe auch in ihre Länder schicken, sodass dieser Heilungsprozess aus inneren Frieden auch dem Weltfrieden dienlich ist. Wir alle sind leuchtende Wesen auf dieser Erde und unser Licht wird umso stärker, je mehr wir im Mitgefühl, in Güte, in dieser Form der göttlichen Gnade in uns ruhen. Möge Heilung auf allen Ebenen in unserem Leben und in der Welt geschehen. Mögen wir stets unserem liebevollen Herzen folgen und damit werden wir auch andere Menschen dazu inspirieren. Mögen wir im unerschütterlichen Glauben an das Gute die Welt auch konsequent in Güte gestalten. Ich wünsche allen tiefen Frieden im Herzen, den wir täglich kultivieren mögen. Und ich wünsche allen den Frieden auch in unserer wunderbaren, wichtigen, großen Welt. Die Engel des Friedens sind immer bei uns. Die Engel der Weite sind immer da. Der Himmel zeigt uns stets einen lichtvollen Weg. Mögen wir in die Stille hineinlauschen. Gute Ideen, die unsere neue Zeit benötigt, entwickeln. Und allem einen lichtvollen Schanz und lichtvollen Prozess ermöglichen. Möge Friede
mit uns sein. Ich wünsche allen einen gesunden, friedvollen und liebevollen neue Jahr 2016.